Brüj şehri Belçika'nın kuzeybatısında bulunur. Die Stadt Brügge liegt im Nordwesten Belgiens. Die Stadt Brügge liegt im Nordwesten Belgiens. Şehir Belçika'nın Flaman bölgesindedir. Diese Stadt liegt in der flämischen Region Belgiens. Diese Stadt liegt in der flämischen Region Belgiens. Şehir Orta Çağ'dan kalma bir mimariye sahiptir. Die Stadt hat eine mittelalterliche Architektur. Die Stadt hat eine mittelalterliche Architektur. Bu romantik şehri hep beraber kuş bakışı görelim mi? Wollen wir uns gemeinsam diese romantische Stadt aus der Vogelperspektive ansehen? Wollen wir uns gemeinsam diese romantische Stadt aus der Vogelperspektive ansehen? Kulesi. Dies ist ein Glockenturm. Dies ist ein Glockenturm. Rüzgar çok güçlü esiyor. Der Wind weht sehr stark. Der Wind weht sehr stark. Kuş bakışı manzara harika. Die Aussicht aus der Vogelperspektive ist wunderschön. Die Aussicht aus der Vogelperspektive ist wunderschön. Brüj 12. yüzyılda kurulmuş ve 15. yüzyılda bugünkü halini almıştır. Brügge wurde im 12. Jahrhundert gegründet und nahm seine heutige Form im 15. Jahrhundert an. Brügge wurde im 12. Jahrhundert gegründet und nahm seine heutige Form im 15. Jahrhundert an. Bu dar ve dik merdivenleri dikkatli inmeliyim. Ich muss diese enge und steile Treppe vorsichtig runtersteigen. Ich muss diese enge und steile Treppe vorsichtig runtersteigen.
Belçika'da üç resmi dil konuşulur. Bunlar Flemenkçe, Almanca ve Fransızca. In Belgien werden drei Amtssprachen gesprochen. Das sind Niederländisch, Deutsch und Französisch. In Belgien werden drei Amtssprachen gesprochen. Das sind Niederländisch, Deutsch und Französisch. Rüjün nüfusunun çoğu Flamandır. Der Großteil der Bevölkerung von Brügge ist flämisch. Der Großteil der Bevölkerung von Brügge ist flämisch. Şehir Orta Çağ'dan günümüze neredeyse hiç değişmemiş. Die Stadt ist seit dem Mittelalter fast unverändert geblieben. Die Stadt ist seit dem Mittelalter fast unverändert geblieben. Romantik şehri birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Wir werden diese romantische Stadt weiterhin gemeinsam erkunden. Wir werden diese romantische Stadt weiterhin gemeinsam erkunden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.